Jo, was geht ab, Leute? Ein Rest hier und heute gibt's mal wieder ein Ghost Gameplay auf der PS4 und ich wollte eigentlich ein anderes Ghost Gameplay hochladen, weil das ist wieder Whiteout so wie letztes Mal. Aber irgendwie hat's hier so ein Problem mit Sony Vegas, das fuckt mich nicht ab, ich hab's ein Scheiße, das geht mir so auf den Sack, so oft kacken da irgendwie die Videodateien da ab, ne? Ohne Grund. Also irgendwie bei manchen Gameplays habe ich da irgendwie gar kein Bild, aber ich glaube, ich weiß schon, wie ich das beheben werde, das Problem. Und das war halt ein Gameplay, was halt nicht von dem Problem behoben wurde. Und ja, es hat. So ein relativ gutes Gameplay ist jetzt nichts so Besonderes, aber es ist echt bitter, wie ich da gestorben bin. Es hätte echt viel krasser werden können. Also auf jeden Fall war es auf einmal ganz am Anfang schon mal so ein Camp mit so einer kleinen Gunstruktur, so 35 oder sowas. Relativ nice. Und danach hatte ich halt nochmal so Spezi-Bonus, ein, zwei Mal oder sowas, glaube ich. Und danach hatte ich nochmal so eine 20er-Streak in 70 Sekunden. Und ich werde nicht sagen, wie ich gestorben bin. Achtet einfach drauf. Ich wusste gar nicht, dass man so sterben kann. Ich bin während dieser Zeitlupen-Animation gestorben, während die Cam halt hochgeht. Achtet mal, wie ich gestorben bin, von was. Das ist der größte Scheiß gewesen aller Zeiten. Ich hätte locker noch eine Double machen können, dann wäre es auch ein 100 plus gewesen, weil am Ende hatte ich irgendwie 91 Kills ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man das Gameplay echt lassen. Weiß nicht, wie viele Punkte die Gegner hatten. Vielleicht hatten wir auch wieder gechippt, keine Ahnung. Aber es hätte auf jeden Fall viel besser werden können. Der Bullshit, den man hier kassiert, ist echt nicht mehr lustig. Aber auf jeden Fall wollen wir nicht mehr über das Gameplay reden. Wir wollen zum FAQ kommen, das ich euch versprochen habe. Und ich glaube, ich werde sowas öfter machen. Weil sowas kommt, denke ich mal, gut an. Scheiße, Alter. Gesundheit an mich selber. Und ja, kommen wir erstmal zur ersten Frage. Und zwar, welcher Landsmann bist du, Energize? Ah ja, noch eine Sache, die ich vergessen habe. Ich werde die Namen und so nicht vorlesen, weil einer hat mir geschrieben, er will das nicht, dass ich den Namen vorlese. Irgendwie, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer. Deswegen dachte ich mir, mache ich bei den anderen Liebern auch nicht, weil nicht, dass irgendwie sich einer noch drin darüber aufregt. Aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall könnte ich mir sagen, ob ich nächstes Mal den Namen vorlesen sollte oder nicht. Aber auf jeden Fall hier, welcher Landsmann bist du, Energize? Also meine beiden Eltern kommen aus dem Irak. Und ich bin hier in Deutschland geboren. Also, das macht mich eigentlich auch schon zum Iraker, aber auf jeden Fall kein Deutscher, Gott sei Dank. Weil voll viele wussten eigentlich ja schon, dass ich irgendwie irgendwas in Richtung Schwarzkopf bin, so Türke, Araber oder sowas. Das liegt ja auch richtig. Aber, ja, für Leute, die es nicht wussten, also Iraker. Und ja, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, welche Empfindlichkeit spielst du in allen COD? Bitte auch genau sagen, wieso. Und ja, das war ein bisschen längere Frage, und zwar eigentlich eine MW1 bis MW3, weil die Empfindlichkeit immer 1 bis 10, zwischen einfach ganz mal so 7 oder 6 oder 8, eigentlich, das ändert sich eh meistens immer, aber meistens sowas um die 7, weil in den ganzen CODs, da killt ihr eigentlich eh relativ schnell, und das ist eigentlich relativ nützlich, da eine hohe Empfindlichkeit zu spielen, aber außer in Black Ops 1, da könnt ihr um ehrlich zu sein, eine niedrige spielen, um ehrlich zu sein, aber das geht auch mit einer hohen, weil in Black Ops 1, da sterben die Gegner jetzt nicht so schnell, das ist eigentlich einer der CODs, wo die am langsamsten sterben mit Black Ops 2, und ja, da könnt ihr eigentlich so eine niedrige Empfindlichkeit ausprobieren, aber ich habe ja jetzt eh nie wirklich viel Black Ops 1, schon viel Black Ops 1 gezockt, aber halt nie so Gameplay-mäßig sowas. Okay, und MW3, was ist MW3, Black Ops 2 geht's bis 14 die Empfindlichkeit, da habe ich irgendwie ein 8 gezockt und 9, was eigentlich relativ dumm ist von mir, weil da braucht ich echt eine niedrige Empfindlichkeit, weil die Gegner sterben da richtig schnell, richtig langsam, deswegen ist da eine niedrige besser. Das soll ich auch mal die Tage machen, wenn ich die Tage Black Ops 2 spiele, einfach mal auf eine richtig niedrige Empfindlichkeit spielen, aber naja, und Black and Ghost zocke ich 15 oder 14, hört sich richtig viel an, aber es liegt einfach daran, dass da die Empfindlichkeit bis 20 geht, deswegen ist das nicht so viel. Und da sterben die Gegner eh mit zwei Schüssen von allem, also ihr könnt auch mit einer Wasserpistole spielen, die sterben da immer mit zwei Schüssen. Deswegen da ist eine hohe echt nützlich. Also MW3 und Ghost müssen eigentlich echt eine hohe zocken und in allen anderen CODs Mittel, außer Black Ops 2, Black Ops 1, da würde ich eigentlich niedrig zocken. Jo, ich hoffe mal, die Antwort hat euch geholfen. Hat dir geholfen zumindest, und ja. Nächste Frage, wie hast du Apocalypse Red kennengelernt? Das ist eine richtig lustige Geschichte eigentlich. Damals, 1,5 Jahre her, ist das schon, vielleicht sogar mehr, irgendwie Mitte Dezember, Anfang Dezember, irgend sowas. Auf jeden Fall ein Monat ungefähr nach Black Ops 1 Release, Black Ops 2 Release. Und noch relativ kurz vor Weihnachten, hatte ich halt noch irgendwie so 3,5k Subs, also 3500, das war auch zu den Nigi-Zeiten, wo ich gar keine Comptes gemacht habe, was ich echt bereue, aber was soll's. Das ist eine andere Geschichte. Und Nadim, also Upgrade, hatte glaube ich da so damals 3000, 4000 Subs, also auch sowas wie ich ungefähr. Und eines Tages, ich zock ganz normal, krieg ganz normal so Nachrichten, und meistens lese ich die eigentlich immer direkt. Und meistens schreibe ich auch, also Xbox nach schreibe ich jetzt nicht zurück, weil ja meistens das eh nur Scheiß, was man da kriegt, aber auf jeden Fall krieg ich halt so Nachrichten, und da einmal so Upgrade hat die Nachricht gesendet. Und ich so, hä? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ich guck einfach, was da drin, guck einfach mal die Nachricht. Das erste, was mir auffällt, ist sein Profilbild. Er hatte so eine schwule Prinzessin mit so einem pinken, mit so einer pinken Perücke und mit so voll 2 Meter großen Glubschaugen. Also das war früher voll beliebt, glaube ich, das Profilbild bei Xbox. Ich glaube, das Eljix oder so hatte das mal, so ein Scheiß, keine Ahnung. Für Leute, die Xbox spielen seit längerem oder einfach Ahnung davon haben, die wissen, glaube ich, welches Profilbild ich meine. Und das hatte der, ne? Da dachte ich mir so, oha, Alter, was ist das für ein hässliches Profilbild? Und dann hatte mir so eine Nachricht, stand da so, ey, yo, ich möchte mal mit dir schwatzen. Ich so, hä? Auf jeden Fall schwatzen, was ist das für ein scheiß Wort und was ist das für ein schwules Profilbild?
Dann habe ich den, glaube ich, geschrieben, wieso? Dann hat er mir geschrieben, einfach so, wenn wir mit dir reden. Dann habe ich den, glaube ich, geblockt, einfach wegen dem Wort Schwatzen. Ich habe ihn wirklich geblockt wegen dem Wort Schwatzen und wegen diesem schwulen Profilbild. Wegen dem schwulen Profilbild, ne? Das war so ultra gay, Alter. Das war nicht mehr lustig, ne? Ich hab das richtig gehasst, wenn so Leute so Manga und so Anime und so einen Scheiß als Profilbild hatten bei Xbox. Das hat mich richtig abgefuckt. Keine Ahnung wieso. Fuckt mich eigentlich immer noch ab. Aber auf jeden Fall habe ich ihn dann geblockt. Und dann am Abend, als ich fertig war mit Zocken, habe ich einfach mal so bei YouTube Upgrade eingegeben und da habe ich so Gameplay angeguckt. So MW3 Gameplay war eigentlich echt ziemlich gut, so. Ich glaube, sein erstes Video war irgendwie KS Game Warp mit so einer 45er Gunstreak, was eigentlich echt ganz gut war. Und also ja, ist doch nicht so ein Random. Und hab ich ja gesehen, da kann schon was. Und da habe ich ihn am nächsten Tag einfach entblockt und hab auch mit ihm geredet, hier dies, das, hat mich einfach gefragt, wieso ich keine Comtees mache, dies, das, Ananas. Hab ich ihm Geschichte erzählt, dass ich einfach irgendwie keinen Bock hatte zu der Zeit und es hat vor allem gedauert, bis er wirklich dann Comtees gemacht habe irgendwie. Und dann hat er mir erzählt, dass er Afghan ist und auch Muslim ist, kann man irgendwie voll sympathisch rüber, ist einfach so. Dann haben wir ein bisschen gezockt und das war's eigentlich so. Und dann, ja, hier 1,5 Jahr danach stehen wir halt hier und so. So habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Ich habe ihn am Anfang aus Versehen geblockt, ne? Was heißt ja aus Versehen? Ich wusste ja nicht, dass er so drauf ist. Ich dachte, ich wäre so eine Art Schwuchtel wegen dem Profilbild. Aber Bewerten kommt hier nicht vergessen. Gameplay ist hier echt schon zu Ende. Muss mich hier echt beeilen mit dem Commentary. Und ja, Bewerten kommt hier nicht vergessen und haut rein.